Vor kurzem hatten wir noch den Test mit dem Sonax Extreme Reifenpfleger Matteffekt. Und danach habe ich einige Fragen von euch bekommen, unter anderem zur Standzeit und ob ich das Ganze auch nicht mal mit anderen Glanzprodukten vergleichen könnte. Und deswegen werden wir heute einen Vergleich durchführen. Und einmal hier mit dem Sonax Extreme Reifen Glanzgel und einmal mit dem Meguiar's Tire Gel. Und mit beiden Produkten kann man einen richtig starken Glanz auf den Reifenflanken erzeugen. Also so einen richtig typischen Wet Look kann man damit erzeugen. Deswegen werden wir heute den Vergleich durchführen mit den zwei Glanzprodukten und auf der anderen Seite haben wir den Reifenpfleger Matteffekt. Auch wenn ihr Reifenpflegeprodukte auftragen wollt, achtet auch darauf, dass hier die Reifenflanken vorher gereinigt sind. Ich mache es immer so, dass ich es meistens bei der Autowäsche direkt mit reinige. Und wenn eure Reifen oder hier die Seiten nicht allzu sehr verschmutzt sind, dann könnt ihr hier einfach mit einem Tuch nochmal mit drüber gehen, anschließend trocknen lassen und dann könnt ihr die Reifenpflegeprodukte ganz einfach auftragen. Und wir werden das Ganze gleich so durchführen, dass wir hier in der Mitte den Reifenpfleger Matteffekt auftragen werden, damit wir dann links und rechts direkt den Übergang haben zu den zwei Glanzprodukten. Beginnen werden wir auch mit dem Reifenpfleger Matteffekt wie immer gut durchschütteln. Und im ersten Test habe ich für den kompletten Reifen zwei Sprüher gebraucht. Also das ist sehr, sehr flüssig und sehr ergiebig hier dieser Reifenpfleger. Deswegen werde ich jetzt für die kleine Teilfläche jetzt hier nur ein bisschen was aufsprühen. So ein kleines bisschen, das reicht auch schon aus. Und dann können wir das jetzt hier gleichmäßig auf die Reifenflanke auftragen. Und wie vorhin gesagt, dadurch, dass das Ganze so flüssig ist, geht das Ganze sehr, sehr einfach. Und ich mache da meistens immer noch kreisende Bewegungen hinterher, um das Ganze hier auch in das Profil richtig tief einzuarbeiten. Und deswegen links und rechts verteilen. Und der Reifenpfleger hat auch eine Ablüftzeit von 5 Minuten. In der Zeit, wenn der jetzt ablüftet, können wir schon mal zu den anderen zwei Produkten übergehen. Das gleiche Spiel jetzt mit dem Sonax Reifenglanzgel. Auch hier ein bisschen was draufgeben. Und hier könnt ihr es auch schon direkt sehen. Das ist ja jetzt eine gelartige Flüssigkeit, also nicht ganz so dünnflüssig wie der Reifenpfleger Matteffekt. Und da machen wir das Ganze jetzt auch hier auf der linken Seite mit dem Glanzgel. Und hier gehe ich grundsätzlich genauso vor wie auch vorhin beim Reifenpfleger. Ich verteile erstmal das Gel auf der Reifenflanke und gehe dann nochmal zum Anfangsmoment hier und gehe nochmal in kreisenden Bewegungen über die Fläche, um das Ganze hier richtig porentief einzuarbeiten. Und ganz rechts außen kommt jetzt das Endurance Tire Gel drauf. Dazu, wie vorhin auch, ein bisschen was auf den neuen Schwamm geben. Und dann tragen wir das Gel auch hier auf. Und hier mache ich es genauso wie bei den anderen zwei Produkten oder wie ich es auch grundsätzlich mache. Erstmal verteilen, sodass alles hier auf der Reifenflanke drauf ist. Auch hier am Übergang zwischen Felge und Reifen, dass auch hier in der kleinen Spalte was mit drauf ist. Und wenn ich alles verteilt habe, dann gehe ich nochmal hier an das erste Stück und fange an in kreisenden Bewegungen alles hier porentief zu verarbeiten. Dann schauen wir uns mal an, wie das Endergebnis bei allen dreien aussieht. Und jetzt haben wir auch noch direkte Sonneneinstrahlung dazu bekommen. Das heißt, die Unterschiede werden jetzt noch deutlicher werden. Und wenn wir uns mal hier die Klebestreifen abziehen, das ist hier die Fläche zwischen Sonax Glanzgel und dem Matteffekt. Ich denke, den Unterschied kann man hier ganz deutlich sehen. Also hier wirkt es eindeutig
ja, glänzender, speckiger und ich würde schon fast sagen aufdringlicher. Und beim Matteffekt haben wir halt die schöne Farbauffrischung, aber wir haben hier nicht so dieses extreme Glänzende mit dabei, sondern das Ganze wirkt hier mehr natürlich und halt wie ein neuwertiger Look, der ja auf dem Reifen zu sehen ist. Und hier könnt ihr auch noch mal die unbehandelte Fläche sehen. Also bei beiden ist eine ganz klare Farbsteigerung dabei, wobei mir das hier beim Matteffekt deutlich besser gefällt inzwischen, da das hier beim Glanzgel doch ja sehr auffällt, sehr speckig wirkt. Aber dennoch ist bei beiden eine schöne Farbauffrischung vorhanden. Dann gehen wir mal zum Unterschied zum Meguiar's Tire Gel. Und auch hier schön zu erkennen, dass wir auf beiden Seiten einen schönen Farbunterschied haben. Also hier die unbehandelte Fläche. Und dann ist hier beim Tire Gel genau das gleiche wie auch beim Sonax Glanzgel. Das wirkt halt extrem glänzend und speckig. Also man sieht es, wenn man da nicht noch mit einem Mikrofasertuch drüber geht. Aber hier im Vergleich zu dem Matteffekt ist es halt doch eindeutig auffälliger durch den glänzenden Effekt. Und auch hier muss ich sagen, dass mir der Matteffekt hier links dann doch besser gefällt, weil das Ganze halt natürlich aussieht und trotzdem eine richtige satte Farbauffrischung gibt. Hier habt ihr das Ganze nochmal aus gut einem Meter Entfernung. Links das Sonax Glanzgel, in der Mitte der Reifenpfleger Matteffekt und rechts das Meguiar's Tire Gel. Und wie gesagt, bei allen dreien ist eine deutliche Farbauffrischung vorhanden. Und das ist halt eine reine Geschmackssache. Die einen mögen es eher glänzender und noch auffälliger. Und andere wollen eher diesen natürlichen matten Look. Und deswegen muss hier wie immer jeder selbst entscheiden, was er persönlich lieber mag. Ob er es eher stärker haben möchte oder doch eher den dezenten Look. Zum Schluss darf auch die Sprühflasche nicht fehlen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns ganz noch mal kurz hier an, wie das hier vom Schutzfaktor aussieht. Das ist das Glanzgel und ein schöner Appelleffekt vorhanden. Also richtig stark, wenn man hier noch einen kleinen Bonus mit dabei hat. Dann haben wir hier die unbehandelte Fläche. Da bildet sich gar nichts vom Appelverhalten her. Also eine große Wasseransammlung. Und links beim Glanzgel perlt es richtig gut. Dann gehen wir mal auf die Fläche vom Reifenpfleger Matteffekt. Und auch hier perlt es. Ich würde sagen, ein Ticken schwächer als beim Glanzgel, aber dennoch ist hier ein schöner Schutz vorhanden. Hier beim Glanzgel scheint das ein Ticken stärker zu sein. Die Tropfen scheinen auch runder zu sein. Aber auch hier ist ein Bonus an Schutz mit dabei. Und dann gehen wir mal rüber zum Meguiar's Tire Gel. Ja, und auch hier ist ein kleiner Schutz mit dabei. Appellverhalten, wobei auch das hier nicht mit dem Glanzgel mithalten kann. Also wenn man jetzt die Tropfen vergleicht, also die sind ja schon ein bisschen größer und eckiger. Aber dennoch im Vergleich ist hier auf allen drei Seiten ein kleiner Schutz noch mit dabei. Und wie vorhin gesagt, hier beim Glanzgel scheint der Schutz am stärksten zu sein. Da hier schon extrem kleine Tropfen entstehen, sobald ein bisschen Wasser drauf kommt. Also hier ist das Glanzgel auf jeden Fall am stärksten. Mit allen drei Produkten kann man eine schöne Farbauffrischung auf den Reifen durchführen. Ihr habt es gesehen, bei allen dreien war eine deutliche Farbsteigerung vorhanden und man hat es direkt gesehen. Vor allem kommen auch die Schriftzüge und die Bezeichnungen auf der Reifenflanke wieder zum Vorschein und der Reifen sieht halt wieder neuwertig aus. Auch der Schutz ist bei allen drei Produkten ganz klar gegeben, wobei es hier beim Sonax Glanzgel, also wenn man jetzt das jetzt bewerten müsste, dann war hier das Reifenglanzgel von Sonax vom Schutzfaktor am stärksten, wobei die anderen zwei Produkte, die hatten es ja auch mit dabei, also ein Bonus an Schutz ist bei allen dreien auf jeden Fall vorhanden. Und der Vorteil war vorhin natürlich auch, dass
zum Schluss die Sonneneinstrahlung noch mit dabei war. Und vor allem, wenn die Sonne dann auf die Reifen scheint, dann kommt sowas extrem zum Vorschein. Und dann wirken auch solche Glanzprodukte noch stärker, weil halt dieses speckige, glänzende extrem zum Vorschein kommt. Und auch beim Reifenpfleger-Matt-Effekt war das dann deutlich vorhanden. Und ich habe hier eine ganz klare Meinung. Jeder muss einfach selber entscheiden, ja, welchen Look er selber möchte, auf was für eine Art von Reifenflanken man steht. Ich war lange ein Fan von diesen Glanzprodukten und bin es eigentlich immer noch. Also je nachdem, ja, wie die Lust und Laune ist, trage ich dann die Reifenpflegeprodukte auf. Aber meine Tendenz geht immer mehr zum Reifenpfleger-Matt-Effekt, da man mit dem auch eine saftige Farbauffrischung erzeugen kann, nur halt ohne diesen extrem glänzenden Finish. Und ich finde, der Reifen sieht dann halt neuwertig aus. Und ja, deswegen geht meine Tendenz immer mehr zu diesem Reifenpfleger-Matt-Effekt, wobei mir die anderen zwei auch ganz klar gefallen. Solltet ihr zum Beispiel solche Reifenglanzprodukte bei euch auftragen und das Ganze ist euch zu speckig, könnt ihr natürlich auch noch mit einem Mikrofasertuch drüber gehen und das Ganze noch ein bisschen matter erzeugen. Das geht natürlich auch. Ansonsten ist die Standzeit bei allen dreien ungefähr gleich. Der Reifenpfleger-Matt-Effekt hat bei mir letztens circa 3 Wochen gehalten, wobei es halt nach jeder Fahrt ein bisschen abnimmt, ist ganz klar. Und die Reifenglanzprodukte, die liegen auch ungefähr bei 3 bis 4 Wochen bei mir, wobei auch die natürlich nach jeder Woche ein Stückchen abnehmen. Aber da man das Ganze ganz einfach wieder nach der Autowäsche auffrischen kann, ist das natürlich kein Problem. Von daher so viel zu diesem Dreiervergleich hier mit dem Matt-Effekt und den zwei Reifenglanzprodukten. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen ihr hier favorisiert und ob ihr hier einen Liebling habt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Ich bin raus für heute. Macht's gut und ciao.